Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 80, Antrag der Fraktion der FDP betreffend richtigen Schutzstatus für Bürgerkriegsflüchtlinge eröffnen, Familiennachzug vernünftig regeln, qualifizierte Zuwanderung ermöglichen, Drucksache 19/2678. Zusammen mit dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend Sprachinitiative für Flüchtlinge, 19/2513, und dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Abschiebungen nach Afghanistan, Drucksache 19/2681. Außerdem Tagesordnungspunkt 85, Drucksache 19/2703, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Solidarität mit Flüchtlingen, Maßnahmen umsetzen. Und zuletzt noch Tagesordnungspunkt 86, Drucksache 19/2704, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sorgfältige Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der FDP, Redezeit 10 Minuten. Das Wort hat zunächst für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Kollege Rentsch. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Flüchtlingskrise, Zuwanderungskrise, die wir zurzeit in Deutschland diskutieren, ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, die sich diesem Land in den letzten Jahrzehnten gestellt hat. Insofern glaube ich, haben wir alle ein Interesse daran, dass es schnell Handlung gibt, um die Situation zu verbessern. Klar ist, dass mit den Schätzungen des heutigen Tages, dass wir über 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr nach Deutschland bekommen werden, die Belastungsgrenzen der öffentlichen Hand derjenigen, die dieses Staatsversagen politisch organisiert, an vielen Stellen kompensieren, die vielen Ehrenamtlichen, dass diese Situation eine Belastungsprobe ist, die den Staat in seiner Handlungsfähigkeit an seine Grenzen bringt. Ich glaube, deshalb ist es notwendig, dass der Hessische Landtag auch nach den umfassenden Artikeln und Interviews des hessischen Ministerpräsidenten über diese Frage diskutiert, was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Monaten ganz konkret und nicht nur immer wohlfeile Interviews wahrzunehmen hat, wo der Ministerpräsident feststellt, dass alle anderen außer ihm kein Recht haben, nichts gemacht haben und dass seine eigenen Handlungen alternativlos sind. Meine Damen und Herren, das ist nicht der richtige Weg, wie wir uns aus dieser Krisensituation befreien können. Wenn ich die Interviews von Ministerpräsident Bouffier wahrnehme, in der FAZ am letzten Samstag, da hat er sich mit der Freien Demokratischen Partei auseinandergesetzt, hat uns vorgeworfen, wir hätten keine Anträge gestellt. Ich habe dem Ministerpräsidenten aus diesem Grund mal unsere Anträge mitgebracht zu diesem Thema. Der erste Antrag am 25. März 2014 sind insgesamt 14 Anträge, die wir zu diesem Thema gestellt haben. Ich glaube, auch die Kollegen der Sozialdemokratie würden nicht verkennen, dass wir die Ersten waren, die das Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, weil von Anfang an klar war, dass dieses Thema, was erst ein Thema war, was außerhalb Deutschlands passiert ist und mittlerweile die Bundesrepublik Deutschland auf die härteste Belastungsprobe stellt, die wir kennen, dass dieses Thema mittlerweile eine Veränderung wahrgenommen hat. Und wir haben mit einem der ersten Anträge beantragt, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Europa eine Verteilungsquote einzuführen, nachdem gerade die osteuropäischen Länder und die Kollegen vor allen Dingen in Italien damals massiv damit beschäftigt waren, dieser Flüchtlingskrise Herr zu werden. Ich habe noch einmal die Rede von Frau Kollegin Wallmann, die ich persönlich schätze, nachgelesen, wo Frau Kollegin Wallmann gesagt hat, wir brauchen eine solche Verteilquote nicht in Europa, wäre völlig überflüssig, Königsteiner Schlüssel auf Europa bräuchte man nicht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wären heute froh, wir hätten ihn, weil er nämlich damals auch weil er sich damals schon in der europäischen Solidarität bewegt hat und wir heute ihn bräuchten, weil völlig klar ist, wir sind alleine völlig überfordert, diese Situation wahrzunehmen. Herr Kollege Klee, und jetzt komme ich zur Regierungsfraktion, sowohl in Berlin als auch hier. Ich habe mit Interesse gelesen, was dort diskutiert wird. Lawinen kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer oder Skifahrerin, das interpretiere ich hinein, an den Hang geht und ein bisschen Schnee bewegt. Ob die Lawine dann schon im Tal angekommen ist oder nicht oder noch im oberen Drittel des Hanges hängt, das weiß ich nicht. So der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, wahrscheinlich das wichtigste Kabinettsmitglied von Angela Merkel. Der zweite, ich finde nicht unprominente Redner, redet von, obgleich zigtausende Menschen jeden Tag haupt- und ehrenamtlich fast Übermenschliches leisten, um der Lage Herr zu werden, erleben wir doch in vielen Bereichen ein Staatsversagen. Er spricht von Skandal und Disruption. Und folgender Satz ist, finde ich, einer der Sätze, der sicherlich die härteste Kritik an der Bundeskanzlerin darstellt. Ich zitiere, und der naive Luxus, geltendes Recht nicht umzusetzen, fordert nun einen hohen Tribut.
Das ist der Kollege Spahn, immerhin parlamentarischer Staatssekretär von Wolfgang Schäuble, der mittlerweile klarmacht, dass das, was die Bundeskanzlerin, was man nur als Rechtsbruch bezeichnen kann, in diesem Land verursacht hat, mittlerweile auch von Kabinettsmitgliedern der deutschen CDU kritisiert wird. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder zu einem reellen Blick in dieser Frage zurückkommen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Was erleben wir in Hessen? Die FAZ titelt, die CDU Hessen steht treu an der Seite von Angela Merkel. Und wissen Sie, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo der hessische CDU-Landesverband, geführt von Roland Koch, immer wieder auch hessische Interessen, teilweise auch im Widerstand zur Bundes-CDU durchgesetzt hat, weil es um hessische Interessen ging. Und, meine Damen und Herren, um es konkret zu sagen und den Menschen, die heute da sind, Hessen macht viel mehr als andere Länder. Wir können von Glück reden, dass sowohl die öffentliche Hand, Kollege Wintermeyer will das ausdrücklich loben, was Sie auch in Person hier machen, sozusagen bewerkstelligen, dass die vielen Ehrenamtlichen in Hessen in vielen Stellen das kompensieren, wo die öffentliche Hand an ihre Grenzen geraten ist. Aber, meine Damen und Herren, wir sind uns doch darüber einig, dass das, was zurzeit passiert, so nicht bleiben kann und dass bei der Masse der Menschen, die kommen, wir an die Grenzen der Belastbarkeit getreten sind. Und deshalb freue ich mich. Ich freue mich, wenn der Ministerpräsident in Interviews gerade heute wieder in der HNA über die Frage redet, Zahlen müssen deutlich sinken. Ich frage aber einmal, Herr Ministerpräsident, wie sollen sie denn sinken? Gibt es denn einmal konkrete abgestimmte Vorschläge? Gibt es in der Koalition in Berlin abgestimmte Vorschläge? Oder sind das wieder nur wohlfeile Reden? Sind es Reden nach dem Motto, wir müssen schneller abschieben, aber dann fehlen in Hessen die Verwaltungsrichter und die Amtsrichter, die letztendlich in diesem Bereich notwendig sind, die Mitarbeiter im Bundesamt für Flüchtlinge fehlen? Da reden wir seit Monaten drüber. Und eine Sache will ich einmal hier abräumen, die der Ministerpräsident am Dienstag gesagt hat. Ich kann es nicht mehr hören, wenn behauptet wird, wir hätten nichts gewusst. Am Anfang dieses Jahres lagen im Bundesinnenministerium Schätzungen von 800.000 Menschen vor. Ja, meine Damen und Herren, was hat denn das Bundesinnenministerium an dieser Stelle gemacht, Herr Kollege Reif? Ich freue mich, dass Sie mir da zustimmen. Es ist ein Skandal, was Sie dort gemacht haben. Es ist lächerlich, wie dieser Staat sich auf diese Krise vorbereitet hat. Und ich bin dabei, ja, Sie haben recht. Die Bundeskanzlerin hat mit ihren Äußerungen die Krise noch deutlich verschärft. Das war sicherlich nicht sinnvoll. Und deshalb, meine Damen und Herren, will ich Ihnen einmal prophezeien, was demnächst passieren wird. Sie werden als CDU eine Diskussion darüber führen, spätestens am 13. Dezember. Es gibt ja schon Anträge, wie man lesen kann, auf Ihrem Bundesparteitag, dass die CDU aufgrund der Tatsache, dass das Thema jetzt so ist, wie es ist, darüber streiten wird, die Grenzen in Deutschland zu schließen. Und wissen Sie, was das Traurige und eigentlich das Skandalöse an der Situation ist? Dass uns das dazu führt, dass wir die europäische Idee eigentlich mittlerweile gar nicht mehr richtig unterstützen können. Sie ist eigentlich ad absurdum geführt worden. Europa bedeutet freie Grenzen und die Sicherung der Außengrenzen. Sie bedeutet nicht Bruch der rechtlichen Vereinbarung wie Dublin III, die wir haben. Sie bedeutet nicht, deutsches Aufenthaltsrecht einfach ad absurdum zu führen. Und deshalb müssen Sie mit dem Rücken an der Wand mittlerweile solche Entscheidungen wahrscheinlich treffen. Das ist eigentlich die große Problematik, dass Sie Europa mit dieser Politik ad absurdum geführt haben. Wir glauben, dass wir, und der Ministerpräsident hat das ja gefordert, deshalb haben wir das auch heute hier vorgelegt, konkret über die Frage diskutieren müssen, was ist jetzt zu tun. Wir haben als Freie Demokraten hier den Vorschlag gemacht, der ja auch von Thomas de Maizière unterstützt wird, endlich für die Flüchtlinge, die aus den Kriegsgebieten kommen, die sogenannten Bürgerkriegsflüchtlinge, diese aus dem Asylverfahren herauszunehmen und für die einen subsidiären Schutz zu etablieren. Und es ist richtig, meine Damen und Herren, und notwendig, dass wir endlich differenzieren zwischen denen, die Asyl in Deutschland beantragen wollen, zwischen denen, die als Bürgerkriegsflüchtlinge um Leib und Leben fürchten müssen, und den vielen Hunderttausend, meine Damen und Herren, die in Deutschland als Zuwanderer ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen. Es ist doch nicht illegitim. Es ist doch nicht illegitim, und da, wie gesagt, gibt es ja auch Unterstützung seitens einiger Unionskollegen, dass wir für die Zuwanderer, die Hunderttausenden, die jetzt kommen, Kriterien festlegen, wen wir in Deutschland integrieren können, wen wir brauchen und wen wir nicht brauchen. Und es ist doch nur legitim, dass wir eine grundlegende Politik in diesem Bereich machen, die das Ziel hat, diesen Menschen eine Perspektive zu bieten. Denn viele von denen, die jetzt kommen, werden wir niemals am Arbeitsmarkt integrieren können, wenn die Zahlen so bleiben. Und deshalb brauchen wir endlich hier eine Umkehr. Liebe Kollegin von der Union, wacht an dieser Stelle bitte auf. So kann es nicht bleiben. So kann es nicht bleiben. Subsidiärer Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge würde bedeuten, dass wir diese aus den Asylverfahren herausnehmen,
die Asylverfahren in der Zahl endlich entlasten, damit sich die Institutionen, die sich darum kümmern, auch um die Fälle kümmern, wo es um Asylprüfungen geht. Es ist notwendig, dass der Staat wieder handlungsfähig wird. Er ist es an vielen Stellen nicht mehr. Und wir können doch nicht gemeinsam zusehen, wie das Gebilde, was wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft stützen und quasi für die Sicherung der Grenzen des Rechtsstaats, der inneren Sicherheit brauchen, nämlich den Staat, wie wir gemeinsam zusehen, dass dieser Staat nicht mehr handlungsfähig ist. Wir müssen, meine Damen und Herren, auch als Parlamentarier alles dafür tun, dass diese Menschen, die jetzt kommen, gerade im Bereich der Zuwanderung, dass dort differenziert wird und dass wir als Deutsche auch das machen, was wir als Freie Demokraten im Jahre 2002 hier das letzte Mal oder eines der ersten Male beantragt haben und dann immer wieder, dass wir in Deutschland endlich ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz, das für diejenigen, die in Deutschland zuwandern wollen, Kriterien festlegt, wer kommen kann und wer nicht kommen kann. Weil Integration nur funktionieren kann, wenn diese Menschen irgendwann einmal auch aus eigener Hände Arbeit leben. Die müssen in Deutschland eine Perspektive bekommen, indem sie ihre eigene Hände Arbeit, ihre sozusagen berufliche Perspektive selbst etablieren und entwickeln und nicht zum Schluss nur von staatlichen Transfersystemen leben müssen. Und deshalb brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz. Der Ministerpräsident hat in seinem Interview ja neben der Beschimpfung der FDP, wir hätten keine Anträge gestellt, noch einmal gesagt, wir würden das wie eine Monstranz vor uns hertreiben. Richtig ist, meine Damen und Herren, dass es die CDU in Deutschland war, die seit ungefähr 14 Jahren verhindert, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen und dass wir dieses endlich brauchen. Und ich glaube, das sollte auch kein Dissens sein. Die Diskussion, die dort geführt wird, wir sollten das 2017 bekommen, ist viel zu spät. Wir sind auch jetzt Herr Kollege, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir sind auch jetzt in der aktuellen Situation, weil wir eben an dieser Stelle, weil staatlich an dieser Stelle falsch gehandelt worden ist. Und deshalb, letzter Satz. Ich wünsche mir, dass wir endlich eine realistische Diskussion über die Frage Zuwanderung und Flüchtlinge führen und dass die hessische CDU ihren Kuschelkurs gegenüber der Kanzlerin aufgibt. Es hilft nichts, meine Damen und Herren, mit Augen zu und durch diese Politik so weiter zu betreiben, nur weil man glaubt, man würde ansonsten die Bundeskanzlerin beschädigen. Was richtig ist, muss auch richtig bleiben. Da könnte die hessische CDU mit ihrer Verantwortung einen großen Beitrag leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Cárdenas von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit Wochen erleben wir in atemberaubender Geschwindigkeit eine Erosion menschenrechtlicher Standards auf dem Gebiet des Flüchtlingsrechts. Eine Asylrechtsverschärfung folgt der anderen, und es ist selbst für Fachleute auf dem Gebiet des Flüchtlingsrechts nicht immer einfach zu durchschauen, welche der in der Öffentlichkeit diskutierten Maßnahmen gerade noch Referentenentwurf oder bereits Gesetz ist. Getrieben von einer ruhelosen CSU zertrümmern CDU und SPD die Reste des Asylgrundrechts mit einer solchen Bedenkenlosigkeit, dass selbst der sogenannte Asylkompromiss 1993, als CDU, CSU, FDP und SPD das Asylgrundrecht erstmals drastisch einschränkten, in seiner geschichtlichen Bedeutung verblasst. Der Verfassungsänderung von 1993 ging, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung, im Gegensatz zu heute, eine lange öffentliche Diskussion voraus. Und die SPD von damals wehrte sich zumindest recht lange, bis sie dann doch einknickte, während ein Sigmar Gabriel heute seine größten Kämpfe mit Nachrichtenagenturen und Nachrichtensprecherinnen ausficht und ansonsten wohl nicht mehr weiß, was er gestern gesagt hat. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen 1993 und heute. Die Grünen, die sich damals entschieden gegen die Änderung des damaligen Artikel 16 des Grundgesetzes wehrten, sind heute die Partei, hören Sie doch mal zu, sind heute die Partei, die im Bundesrat die gegenwärtigen, das ist mir klar, Beschneidung der Flüchtlingsrechte überhaupt erst ermöglicht. Ich bedauere das sehr, und ich meine das im vollen Ernst, weil wir LINKE damit einen wichtigen Bündnispartner auf dem Gebiet des Flüchtlingsschutzes verloren haben. Meine Damen und Herren, die jüngsten Verschärfungen der Asylgesetze dienen allein dem Zweck, durch eine Verschlechterung der Aufnahmebedingungen Menschen davon abzuhalten, in Deutschland Asyl zu suchen. Die Mittel sind Schikane, Diskriminierung und Entwürdigung. Doch weder die Verpflichtung, in den Massenlagern der Erstaufnahmeeinrichtungen teilweise bis zum Abschluss des Asylverfahrens wohnen zu müssen, noch die Tatsache,
noch die Tatsache, dass es Versorgung und dem verfassungsrechtlich gebotenen Existenzminimum geben soll, wird Menschen von der Flucht abhalten. Anders als sich manche Kolleginnen und Kollegen von der Union vorstellen, lässt doch keine alles hinter sich und begibt sich auf eine lebensgefährliche Odyssee Richtung Deutschland, nur weil er davon gehört hat, dass es im deutschen Gesundheitssystem die Gesundheitskarte gibt. Und umgekehrt wird keiner, meine Damen und Herren, der etwa in Syrien tagtäglich in der Angst lebt, dass ihm eine Fassbombe auf den Kopf fallen könnte, allein deswegen vor einer Flucht absehen, weil man Zahnpasta und Seife nur noch als Sachleistung erhält. Meine Damen und Herren, der aktuelle Referentenentwurf der Großen Koalition sieht vor, subsidiär Schutzberechtigten den Familiennachzug dauerhaft zu erschweren. Für einen Zeitraum von 2 Jahren soll der Familiennachzug für diese Gruppe von Schutzberechtigten komplett ausgesetzt werden. Bundesinnenminister de Maizière hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits angewiesen, syrischen Flüchtlingen nicht mehr automatischen Schutzstatus der Genfer Flüchtlingskonvention zu erteilen. Möglichst viele der Bürgerkriegsflüchtlinge sollen den schwächeren Status der subsidiär Schutzberechtigten erhalten. Ich finde dieses Ansinnen perfide. Es ist nicht nur eine sinnlose Schikane für die Betroffenen. Es wird auch viele Menschenleben kosten, weil die verweigerte Möglichkeit, legal und sicher nach Deutschland reisen zu können, die Angehörigen zwingen wird, lebensgefährliche Fluchtwege übers Mittelmeer zu wählen. Meine Damen und Herren, wer wissen möchte, wie konzeptlos diese Bundesregierung in der Asylpolitik agiert, muss sich die Entwicklung im Bereich der Familienzusammenführung von syrischen Flüchtlingen anschauen. Doch im vergangenen Jahr hatten Bund und Länder, auch Hessen, Aufnahmeprogramme aufgelegt, um den Familiennachzug zu syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland zu fördern. Noch im Mai dieses Jahres hatten sich das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt mit einem Schreiben an die Bundesländer gewandt, damit diese im Wege der Globalzustimmung die Einreise von Syrerinnen und Syrern zu Angehörigen in Deutschland erleichtern können. Darin heißt es, Zitat, die enorme Hilfs- und Aufnahmebereitschaft, die Syrer in Deutschland kennenlernen, sollte sich aber auch beim Familiennachzug zeigen. Grundsätzlich sollte kein Familienangehöriger aus Syrien länger auf die Erfüllung seines Anspruchs auf Familiennachzug warten als unbedingt notwendig. Zitat Ende. Und erst am 1. August 2015, so lange ist das wirklich noch nicht her, meine Damen und Herren, war im Aufenthaltsgesetz die Gleichstellung beim Familiennachzug von subsidiär Geschützten mit anerkannten Flüchtlingen eingeführt worden. Falls es ein Ziel der aktuellen Gesetzesinitiative sein sollte, so etwas wie die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung zu demonstrieren, so habe ich ernsthafte Zweifel, ob dieses abstruse Manöver bei der Familienzusammenführung hilft, das Vertrauen der Bevölkerung in die Steuerungsfähigkeit des Staates zu erhöhen. Und auch die Hessische Landesregierung würde ich um ein paar erläuternde Hinweise bitten, warum das Hessische Aufnahmeprogramm für Familienangehörige von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen, das am 5. Juli schon ausgelaufen ist, nicht verlängert wird. Noch am 22. September haben Sie doch, liebe Kolleginnen und Kollegen von GRÜNEN und CDU, in Ihrem gemeinsamen Antrag mit dem Titel „Menschliche und solidarische Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen“ Folgendes hineingeschrieben. Zitat: Zudem unterstützt der Landtag die Landesregierung darin, im Zusammenhang mit der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen das humanitäre Aufnahmeprogramm wie geplant fortzusetzen. So kann vielen Menschen die oft lebensgefährliche Flucht nach Europa erspart bleiben. Und jetzt erfahren wir aus dem Innenministerium, dass das Programm eingestellt wird. Zu diesem Programm, das sich humanitär nennt, muss man ja auch noch erwähnen, dass es das Land keinen Cent kostet, weil die in Deutschland lebenden Angehörigen für alle finanziellen Folgen des Familiennachzugs bürgen müssen. Ich frage mich, und bitte erläutern Sie mir das, was hat sich in den vergangenen 2 Monaten ereignet, das Sie bewegt hat, dieses Programm nicht zu verlängern, das Sie nichts kostet, das aber Menschen eine lebensgefährliche Flucht ersparen würde. Zum Antrag der FDP. Es ist mehr als durchsichtig, was die FDP sich davon erhofft. Offensichtlich wittern die Liberalen aufgrund des Umfragehochs der AfD eine neue Existenzberechtigung als rechtsliberale Partei. Nicht anders lassen sich die jüngsten Forderungen nach verstärkten Abschiebungen oder wie jetzt nach Herausnahme der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem laufenden Asylverfahren, um den Familiennachzug zu verhindern, deuten. Die FDP macht daraus ja auch gar keinen Hehl. So schreiben die Frauen, ich zitiere, so schreiben die Freien Demokraten in Gernsheim auf ihrer Homepage,
Zitat: Die politische Lücke ist ziemlich groß, die zwischen der orientierungslosen CDU und der mit dem Rechtsextremismus flirtenden AfD klafft. Dass die FDP in Zeiten der Flüchtlingskrise dort einrücken will, schreibt die FDP, hat zuerst der Bundesvorsitzende Christian Lindner mit seiner Forderung deutlich gemacht, den Flüchtlingen kein Asyl, sondern nur subsidiären Schutz bis zum Ende der Bedrohung in der Heimat zu gewähren. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich verstehe ja, dass es aufgrund der politischen Beliebigkeit der GRÜNEN eng geworden ist auf dem ursprünglichen Terrain. Aber jetzt aus taktischen Gründen im Fahrwasser von der AfD und Pegida zu fischen, das ist allerletzte Schublade. Diese Rechnung wird nicht aufgehen, und dieser Ansatz ist gefährlich. Wer die Parolen der Rechten streut, wird davon selbst kaum profitieren. Aber er wird AfD und Pegida nur noch zu mehr Auftrieb verhelfen. Schielen Sie nicht nach rechts, orientieren Sie sich lieber an Persönlichkeiten aus Ihrer Partei wie Burkhard Hirsch oder Gerhard Baum, die Ihnen erklären könnten, wie gute Menschenrechtspolitik gestaltet werden kann. Noch ein Wort zu unserem Dringlichen Antrag. Millionen von Afghaninnen und Afghanen sind auf der Flucht. Das Land versinkt im Chaos. Auch nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes ist das Einflussgebiet der Taliban heute größer als zu Beginn der NATO-Intervention im Jahre 2001. Deutschland verstärkt aktuell seinen Kriegseinsatz und schickt jetzt wieder neue Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan. Sichere innerstaatliche Fluchtalternativen, wie teilweise behauptet wird, existieren nur in der Fantasie. Der Einfluss der Regierung reicht doch kaum über den Regierungsbezirk hinaus. Wie dramatisch die Lage ist, wurde bei dem jüngsten Besuch des deutschen Außenministers in Kabul deutlich, der aus Sicherheitsgründen den kurzen Weg vom Flughafen in die Innenstadt mit Hubschrauber, Helm und kugelsicherer Weste zurückgelegt hat. Unter diesen Umständen, Geflüchtete nach Afghanistan abzuschieben, heißt nichts anderes, als den Tod von Menschen billigend in Kauf zu nehmen. Ich bitte Sie daher darum, dass das ganze Haus unseren humanitären Antrag unterstützt, und ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Rentsch, wer Zwietracht sät, wird bei der CDU Hessen und auch bei der Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der wird Eintracht ernten. Die Union ist in der Flüchtlingspolitik eindeutig positioniert und hat erst am vergangenen Wochenende auf dem Parteitag in Hanau einen Leitantrag beschlossen. Er trägt den Titel „Zuzug begrenzen, Herausforderungen gemeinsam anpacken, Hessen handelt“. Es gehört zu unserer christdemokratischen Überzeugung, Menschen in Not zu helfen. Wer verfolgt wird, dem bieten wir den Schutz, den unser Grundgesetz garantiert. Dieser Schutz ist ein Schutz auf Zeit, daran sei erinnert. Und angesichts der enormen Flüchtlingszahlen leisten wir auch in Hessen und in unser Land insgesamt einen herausragenden Beitrag. Unser Land darf aber nicht überfordert werden. Deutschland und Europa können das Leid der Welt nicht alleine schultern. Meine Damen und Herren, was ist zu tun? Die Bekämpfung der Fluchtursachen liegt in unser aller Interesse. Zum einen müssen die politischen Umstände in den Herkunftsländern, in Syrien, im Irak, in Afghanistan stabilisiert werden. Und eine dauerhafte Befriedung eines Landes kann auch nur gelingen, wenn die dort lebenden Völker selbst ihre inneren und äußeren Konflikte beilegen und Friedensprozesse initiieren. Und zum anderen müssen auch die unzumutbaren Zustände in den grenznahen Flüchtlingslagern, in der Türkei, in Jordanien, im Libanon deutlich verbessert werden. Und dazu gehört auch, dass die wirtschaftsstarken Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und für eine auskömmliche Finanzierung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen beitragen. Die chronische Unterfinanzierung muss schnell beendet werden. Meine Damen und Herren, die CDU ist die Partei Europas. Wir stehen für die europäische Einigung und für die Freizügigkeit in Europa. Die Abschaffung der Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ist eine große Errungenschaft, die unseren Bürgerinnen und Bürgern viele Vorteile gebracht hat. Diese Freiheiten wollen wir schützen,
und müssen gerade deshalb die Außengrenzen der EU konsequent schützen. Innerhalb Europas muss es zu einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge kommen. Und drittens. Wer nicht vor politischer Verfolgung flieht, sondern, so sehr dies menschlich nachvollziehbar auch ist, nur die Hoffnung auf ein besseres Leben in einem Land der sozialen Marktwirtschaft vor sich bewegt, dem müssen wir deutlich sagen, dass dies kein Anspruch auf Asyl ist und dass diese Menschen nicht dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. Mit der Zustimmung Hessens haben Bund und Länder daher in dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz weitere sichere Herkunftsländer definiert. Zu ihnen gehören nun auch die Balkanländer, Albanien, Montenegro und das Kosovo. Diese Verschärfung hat bereits auch Wirkung gezeigt, und die anfangs sehr hohe Zahl von Flüchtlingen aus diesen Ländern ist inzwischen deutlich zurückgegangen. Meine Damen und Herren, in der Sitzung des Bundesrats vom 16. Oktober hat Hessen auch dafür gestimmt, Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber durch unangekündigte Abschiebetermine zu erleichtern und somit auch das Untertauchen zu erschweren. Auch können Abschiebungen nur für maximal 3 Monate und damit halb so lang wie bisher ausgesetzt werden. Wer seiner Ausreisepflicht nicht nachkommt, der wird durch spürbare Leistungskürzungen sanktioniert. Und wer aus sicheren Herkunftsländern kommt, der verbleibt bis zum Abschluss des Verfahrens in der Erstannahmeaufrichtung. Das Prinzip der Sach- und Geldleistungen wird gestärkt, und daran arbeiten wir. Meine Damen und Herren, das alles dient dem Zweck, die auch in unserem starken und wohlhabenden Land begrenzten Ressourcen gezielt den wirklich Bedürftigen zukommen zu lassen und auch keine falschen Fluchtanreize zu setzen. Derzeit wird im Bund über weitere Maßnahmen beraten, die wiederum dem Ziel dienen, die Zahl der Flüchtlinge zu verringern, damit wir unser Land nicht überfordern. Wir müssen weiter sehr sachlich und ernsthaft darüber streiten, wie weitgehend Familiennachzug sein kann. Und wir müssen auch darüber sprechen, welche gesetzgeberischen Maßnahmen noch nötig sind, diejenigen zurückzuführen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben. Die Rückführung von Menschen, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, ist das notwendige Gegenstück der Solidarität mit Verfolgten und die Voraussetzung für den weiteren Zusammenhalt in unserem Land. Eine gewissenhafte Prüfung eines jeden Asylantrages steht dabei außer Frage und bleibt für uns selbstverständlich. Und weil das so ist, gibt es mit uns auch keine pauschalierten Abschiebungsstopps nach Afghanistan oder auch wegen des Winters. Ich frage Sie ernsthaft, wie ist das denn in Thüringen, wo Sie bedauerlicherweise den Regierungschef stellen? Machen das dann die Thüringer? Haben die Thüringer ein generelles Abschiebestopp? Sie haben es nicht. Von daher müssen Sie dann auch einmal Worte mit Maß auch erklären. Wenn Sie die Regierungsverantwortung haben, machen Sie das selbst nicht, was Sie hier einfordern. Wir sind uns doch alle einig, meine Damen und Herren, die Asylverfahren müssen beschleunigt werden. Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass der Bund sich verpflichtet hat, die Dauer der Asylverfahren auf durchschnittlich 3 Monate zu verkürzen. Das ist im Interesse aller Beteiligten. Inzwischen ist es auch gelungen, die Zahl der Asylentscheidungen im Vergleich zum September um 60% zu erhöhen. Die Menschen, deren Asylantrag bewilligt wurde, und auch jene, die eine Duldung erlangt haben, denen soll möglichst schnell in unserer Gesellschaft die Integrationsleistung ermöglicht werden, mit entsprechenden Maßnahmen. Denn nur eine gelungene Integration kann auch die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung bewirken. Für die Integration ist jedoch auch etwas mit Werten verbunden. Und unsere Werteordnung verpflichtet uns auf der einen Seite, Menschen in Not zu helfen. Sie verpflichtet aber auch diejenigen, die Schutz bei uns suchen, diese Werteordnung zu akzeptieren. Integration kann bekanntlich nur auf der Basis unserer Rechtsordnung, unserer Werte, der gewachsenen Kultur und der Tradition unseres Landes stattfinden, meine Damen und Herren. Und dazu zählen Meinungs- und Religionsfreiheit, die Trennung von Staat und Kirche, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit und das Gewaltmonopol des Staates. Das alles ist nicht verhandelbar, und Integration kann nur in diesem Rahmen stattfinden, meine Damen und Herren. Die Integrationsangebote, die wir machen, müssen verbessert werden. Die Landesregierung hat hier einen Aktionsplan aufgelegt. Sie müssen aber nicht nur verbessert werden, sie müssen auch angenommen werden. Und falls nicht, müssen dann auch entsprechende Sanktionen erfolgen. Deutschland ist ein erfolgreiches Integrationsland. Mehr als 16 Millionen Menschen haben eine Zuwanderungsgeschichte und leben in unserem Land. Schon heute hat jeder fünfte Deutsche einen entsprechenden Migrationshintergrund. Wahr ist aber auch, die Bürgerinnen und Bürger sorgen sich,
wie die vielen Flüchtlinge in Hessen und in Deutschland integriert werden können. Die Debatte hat ja auch unsere Haushaltsberatungen stark geprägt. Ich denke, der Aktionsplan der Hessischen Landesregierung gibt die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Hessen handelt und geht diese historische Aufgabe mit der Bereitstellung von zusätzlich mehr als 500 Millionen € an. Was ist zu tun? Zuerst müssen wir die Männer, Frauen und Kinder, die zu uns kommen, menschenwürdig unterbringen. Das ist schon aufgrund der extrem hohen Zahl eine riesige Herausforderung. In nur 3 Monaten haben wir 22.000 neue Unterkünfte geschaffen. Aktuell liegt die Unterkunftskapazität unseres Landes bei über 33.000 Plätzen. In Hessen gibt es keine Obdachlosigkeit, meine Damen und Herren. Das ist eine riesige Kraftanstrengung und ein großartiger Erfolg dieser Landesregierung und aller, die daran mitwirken. Anschließend müssen wir doch diejenigen, die eine gute Bleibeperspektive haben, mit Sprach- und Integrationskursen in unsere Gesellschaft integrieren. Die Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive sollen bereits in der Erstaufnahme einen ersten Deutschunterricht erhalten. Und danach gilt es, sie mit Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten auch in die Berufswelt zu integrieren. Und hier ist auch die Wirtschaft gefragt. Und es ist auch erfreulich, dass die Bereitschaft zu helfen hier groß ist. Viele Flüchtlinge sind sehr arbeitswillig und wollen möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen und unserem Land etwas zurückgeben. Diese Chance müssen wir nutzen und den Zugang zum Arbeitsmarkt auch entsprechend erleichtern. All diese Lösungsansätze zeigen, dass die Politik hier handelt, meine Damen und Herren. Wir wissen aber auch, dass diese Maßnahmen nicht von heute auf morgen wirken. Aber sie werden Wirkung zeigen. Und wir wissen auch, dass das, was die Bundesregierung unter Führung von Angela Merkel im überparteilichen Konsens durchgesetzt hat, noch nicht ausreicht. Weitere Maßnahmen müssen beschlossen werden. Und wir stehen für eine an unsere nationalen Interessen ausgerichtete Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungshilfepolitik, ebenso wie verstärkte Anstrengungen beim Grenzschutz. Die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern muss intensiviert werden, auch die Bekämpfung der Schlepperkriminalität und schließlich auch die Bekämpfung von radikalem Islamismus in Europa und in unserem Land. Meine Damen und Herren, uns ist es deshalb wichtig, dass wir in dieser Situation eine sachliche und am Menschen orientierte Debatte führen. Wir sprechen uns deshalb entschieden gegen alle Versuche aus, sich auf Kosten Schutzsuchender zu profilieren und keinen sachlichen Beitrag in die Debatte einzuführen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich ganz herzlich auf der Besuchertribüne begrüßen den Staatspräsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam, seine Exzellenz Trong Thanh Sang, und hochrangige Vertreter der Regierung. Sind Sie ganz herzlich gegrüßt von uns aus hier vom Parlament. Als nächster Redner hat sich schon Kollege Merz gemeldet von der SPD-Fraktion. Lieber Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, das war wirklich ein Ruf wie Donnerhall, den Sie hier in die Gegend gesendet haben. Ich hatte eigentlich nach mehrmaliger Lektüre Ihres Antrags nicht geglaubt, dass Sie da noch einmal einen oben draufsetzen würden. Das ist Ihnen aber unerfreulicherweise gelungen. Weil das, was Sie hier gesagt haben, legt den Verdacht nahe, dass Sie versuchen, zwischen der CSU und der FDP eine Marktlücke zu finden, und der AfD eine Marktlücke zu finden. Das halte ich für ein ziemlich vergebliches Unterfangen, weil dazwischen passt kein Blatt Papier. Also, wenn Sie sozusagen da Ihre Verortung suchen, wäre ich skeptisch, ob das funktioniert. Ich würde das nicht machen.
Aber vielleicht war es auch nur, das hat gestern ein Kollege gemutmaßt, der nachträgliche Versuch, den Kollegen Paulus wieder einzufangen. Auch das ist vergeblich, weil der ist nun wirklich weg. Den sind Sie doch los. Den wollen Sie doch auch wahrscheinlich nicht wiederhaben. Also, so viel jetzt mal dazu. Und Sie haben an einer Stelle recht. Sie hatten an einer Stelle recht. Die FDP war. Und ob die jetzt den ersten Antrag gestellt haben oder wir, ist ja unerheblich. Aber ich glaube, wir haben sehr lange Seite an Seite und auch immer in vielen Diskussionen untereinander, manchmal auch mit gemeinsamen Anträgen, versucht, sachliche Beiträge zu leisten für die Lösung oder für Konzepte zur Lösung der Probleme, die sich mit dem verstärkten Zuzug von Asylbewerbern, Flüchtlingen aller Art in unser Land stellen. Das, was Sie hier vorgelegt haben, mit dem Antrag zu einem Schutzstatus für Bürgerkriegsflüchtlinge, ist kein Beitrag zu einer solchen vernünftigen, konstruktiven Debatte. Ich habe schon lange nicht mehr, und das ist wirklich, Entschuldigung, enttäuschend für eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, eine Rechtsstaatpartei zu sein. Ich habe schon lange nicht mehr einen solchen juristischen Unsinn auch gelesen, wie er in diesem Antrag steht, bei allem schuldigen Respekt. Ich werde das jetzt erläutern. Aber ja, das sollten Sie auch sein. Und wo steht geschrieben, dass nicht auch studierte Pädagogen ein bisschen juristischen Verstand haben, wenn sie sich mit Flüchtlingsfragen auseinandergesetzt haben? Ist das das Privileg von Juristen? Der Kollege Greilich redet auch über Schule, ohne dass ich das hier beanstande. Also ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig an der Stelle. Ja? Und Sie sind doch. Sie, Herr Justizminister AD, sind doch hier der finanzpolitische Sprecher. Ich könnte mich jetzt auch fragen, was Juristen von Zahlen verstehen. Also ganz vorsichtig, wenn wir so kommen. Und nicht mit mir. Und nicht mit mir. So, und jetzt zur Sache zurück. Erstens, ein Ruf wie Donnerhall, rechtswidriges Aussetzen der Dublin-Regeln, Staatsversagen. Ich frage Sie, und das ist jetzt keine juristische Argumentation. Ich frage Sie allen Ernstes, Herr Kollege Rentsch, was war die humane Alternative im Spätsommer, im Frühherbst dieses Jahres? Was war die humane Alternative dazu, so zu handeln, wie die Bundesregierung gehandelt hat und ihr nachfolgend auch die Länder und die Kommunen, die Landkreise, die kreisfreien Städte und auch die Kreisangehörigen? Was war die humane Alternative in einer Situation? Und da können Sie, natürlich ist es richtig, dass wir eine europäische Regelung brauchen. Nur in einer Situation, wo das EU-Mitgliedsland Ungarn sich verhalten hat, wie es sich verhalten hat, in einer solchen Situation zu sagen, wir warten jetzt, bis wir eine europäische Regelung haben, das kann doch nur zur Katastrophe, hätte doch nur zu einer noch größeren Katastrophe führen können, als die, die wir auf der Balkanroute sowieso schon hatten und die wir in allen Teilen des Mittelmeers schon hatten. Also das hier so hinzuschreiben, dafür fehlt mir, das muss ich Ihnen wirklich sagen, jedes Verständnis. Jedes Verständnis. Hätten Sie gesagt, ja, man hätte früher auf eine europäische Regelung dringen müssen, hätten Sie das gesagt, hätten Sie gesagt, man hätte früher, und hätten Sie dazu in der Debatte zu Europa, haben Sie gesagt, wir auch, im letzten Jahr schon, das stimmt. Aber wenn Sie das in diesem Antrag noch einmal gesagt haben, aber nicht in Verbindung mit der Situation im Spätsommer und im Frühherbst dieses Jahres, dann wäre daraus ein Schuh geworden. Aber in dieser konkreten Situation gab es aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive, im Grunde keine Alternative, so wie es auch heute keine Alternative ist, innerhalb Europas, innerhalb des Schengen-Raums die Zäune oder die Mauern wieder hochzuziehen. Und es ist auch wahrscheinlich keine richtig gangbare Alternative. Das sage ich jetzt einmal an die Richtung auch des Bundeskoalitionspartners, zu versuchen, mit der Türkei zu einer Regelung zu kommen, die sozusagen den Außenraum der EU abschirmt. Ich glaube, alle diese Versuche werden uns nicht weiterhelfen. Und es werden uns auch die Versuche nicht weiterhelfen, die Sie hier ansprechen, insbesondere in Punkt 3 Ihres Antrags.
in Punkt 3 Ihres Antrags und in Punkt 2. Wir haben jetzt schon eine klare Unterscheidung zwischen den Asylverfahren und den Asylberechtigten auf der einen Seite, den Flüchtlingen, die den Schutz nach der Genfer Konvention genießen, den Flüchtlingen, die subsidiären Schutz genießen, und übrigens auch für diejenigen, die Sie da irgendwie in Ihrem Punkt 4 ansprechen. Diese Unterscheidung gibt es schon. Wir haben de facto eine Situation, dass die Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Nordirak, die bestimmten Flüchtlingsgruppen aus dem Nordirak und seit, wenn ich richtig erinnere, Juni dieses Jahres auch Flüchtlinge aus Eritrea im beschleunigten Verfahren sind. Das ist richtig, ein Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz, aber es ist anders geregelt. Es hat einen Verfahrensschritt weniger, es wird viel summarischer durchgeführt, und es wird eben nicht der Schutz gewährt nach Artikel 16 Grundgesetz, sondern es wird der Schutz gewährt nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Insofern gibt es die klare Unterscheidung zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon. Und genauso gibt es eine klare, weil die Genfer Flüchtlingskonvention auch einen ganz anderen, nicht einen ganz anderen, aber einen weiteren Verfolgungsbegriff anwendet, als das Artikel 16 Absatz 2 Grundgesetz tut. Übrigens, Sie sollten, wenn man sich auf die Geschichte der Genfer Flüchtlingskonvention guckt, die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 mit den Zusatzprotokollen von 1967 ist eine Reaktion auf den Versuch, den fehlgeschlagenen Versuch 1938 über Kontingente, über Quoten, die elende Situation der europäischen Juden, der deutschen Juden zu regulieren. Das ist damals kläglich gescheitert. Also, ich will damit sagen, mit Kontingentpolitik, und das gilt an ganz viele hier, mit Kontingentpolitik sollte man vorsichtig sein, auch vor dem Hintergrund gemachter historischer Erfahrungen. Was also, Herr Rentsch, und dazu haben Sie hier kein Wort gesagt, was soll dieser neue Status eigentlich sein, von dem Sie in Absatz 3 Ihres Antrags reden? Was soll er sein? Da steht, es ist also nicht der nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Es ist sozusagen noch einmal eine Abstufung zum subsidiären Schutz. Der ist es also nicht. Es ist etwas Duldungsähnliches. Eine Duldung ist ein juristisch definierter Begriff. Das ist der Aufenthaltsstatus für Menschen, die eigentlich eine Aufenthaltsbeendigung, für die ein Aufenthaltsbeendigungstitel vorliegt, für die aber Abschiebungshindernisse gelten. Das kann doch nicht im Ernst. Das kann nicht im Ernst Ihre humanitäre Alternative für einen sicheren Aufenthalt von Bürgerkriegsflüchtlingen sein. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das sozusagen der neue Weg ist, dann sind wirklich endgültig alle humanitären juristischen Standards eingeebnet, die wir bisher festhalten. Und ich will auch deutlich sagen, wir unterschreiben auch einige Prämissen nicht, die Sie hier machen. Wir unterstützen nicht den Bundesinnenminister bei dem Versuch, den Familiennachzug umfassend einzuschränken. Den unterstützen wir nicht, weil wir der Auffassung sind, dass zu einem gesicherten Status die Perspektive der Integration gehört, und zu der Perspektive der Integration gehört auch, dass man seine Angehörigen, die ebenfalls, wie Sie ja nicht zu Unrecht schreiben, vor Todesgefahr fliehen, beziehungsweise die einen fliehen vor Todesgefahr, aber die Angehörigen sollen ihrer Logik nach in Todesgefahr bleiben. Dass auch das hat mit einem humanitären Aufenthaltsrecht nichts zu tun, aber auch gar nichts zu tun. Letzter Punkt. Sie schreiben nach wie vor, auch das ist ärgerlich, von den angeblich so ganz vielen, die nach wie vor ins Land kämen, als Armuts- und Arbeitsmarktzuwanderer. Sie wissen genau, dass die Zahlen aus dem Kosovo, aus Albanien, aus Mazedonien mittlerweile auf einem Niveau sind von 2% der Zuwanderung. Das wissen Sie ganz genau. Und Sie wissen, dass Syrien, Irak, Eritrea, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dass das ein vollkommen anderes Spiel ist. Vollkommen anderes Spiel ist. Und wer tatsächlich sagt, ja, die einen, die durchkommen, die nehmen wir auf. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss mit einem schwächeren Status als alle die, die wir jetzt schon haben. Noch schwächer, duldungsähnlicher Status. Das ist das, was hier steht. Das ist das, was hier steht und das als humanitäre Alternative verkauft. Mit Verlaub, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Herr Greilich hat sich zu einer Kurzeinwendung.
Intervention gemeldet. 2 Minuten Redezeit. Bitte schön, Herr Greilich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Merz, ich sehe überhaupt keinen Anlass, mit Ihnen hier irgendeine juristische Diskussion zu führen, denn wir diskutieren hier über politische Setzungen, über politische Rahmenbedingungen, über die Frage, was gegebenenfalls im Gesetzgebungsverfahren dann auch entsprechend umgesetzt werden muss. Worüber wir hier zu reden haben, ist die Frage, was sind Lösungen für die Probleme, die wir haben und die in der Tat überall in Deutschland wahrgenommen werden, nur anscheinend bei großen Teilen dieses Hauses nicht. Und das ist der entsprechende Punkt. Sie haben gefragt, was man denn im Sommer hätte tun sollen. Jedenfalls nicht das, was die Kanzlerin gemacht hat, Herr Kollege Merz. Ich will einfach nur mal, Herr Kollege Boddenberg, ich will Ihnen ganz einfach mal etwas sagen. Wir haben Ihnen vor Monaten schon einen Antrag vorgelegt, wonach wir gesagt haben, wir sollen die Asylverfahren dadurch wieder in Gang bringen, beschleunigen, dass wir pauschal die bis Ende August gestellten Asylanträge von Syrern bescheinigen, positiv bescheinigen, damit wir diesen Stau ein Stück wegkriegen. Damals lag die Anerkennungsquote bei weit über 99 für syrische Flüchtlinge. Nachdem Frau Merkel ihre Botschaft gesandt hat, ist die runtergegangen auf etwa 60. Da muss doch irgendein Grund dahinter sein, dass es z.B. keine entsprechenden Gründe gibt. Und davor dürfen Sie nicht die Augen verschließen. Frau Merkel war in der Tat eine, die die rechtlichen Regeln außer Kraft gesetzt hat und damit das verursacht hat, was heute hier stattfindet. Deswegen sage ich sehr deutlich, die Freien Demokraten standen immer zum Asylrecht. Wir stehen auch zum Asylrecht, und daran wird sich überhaupt nichts ändern. Das ist ein individuelles Recht, das unser Grundgesetz verbrieft. Und das trifft etwa für die Hälfte der Menschen, wie man das grob einschätzen kann, die heute zu uns kommen, zu. Das ist eine sehr große Zahl, das ist eine gewaltige Zahl, das wissen wir alle. Aber es gibt darüber hinaus zahlreiche Flüchtlinge, reine Bürgerkriegsflüchtlinge, denen wollen wir auch Herr Schutz Kollege, gewähren. Sie müssen zum Ende aber kommen. Mit der Botschaft, dies ist ein vorübergehender Schutz und keine Möglichkeit zum dauerhaften Aufenthalt. Was wir für dauerhafte Einwanderung brauchen, ist ein Zuwanderungsgesetz. Vielen Dank, Herr Greilich. Herr Kollege Merz, Sie haben 2 Minuten zu antworten. Bitte schön. Herr Kollege Greilich, Frau Präsidentin, Herr Kollege Greilich, Sie haben wieder keine Antwort auf die Frage gegeben, was Sie getan hätten im September dieses Jahres. Sie haben gesagt, was man hätte tun müssen, aber in Bezug auf ein Problem, das im September dieses Jahres gar nicht auf dem Tisch lag, jedenfalls nicht in dem Kontext, wo es um die Öffnung der Grenze geht, um es einmal untechnisch jetzt zu sagen. Sie haben gesagt, man hätte damals schon die Bearbeitung der Anträge schneller machen müssen. Das ist richtig. Das ist aber auch durch das beschleunigte Verfahren, durch ein eher summarisches Verfahren durchaus geschehen. Dass das trotzdem sozusagen nicht in dem gewünschten Tempo abgearbeitet worden ist, das beklagen wir alle gemeinsam. Da sind wir ja nicht auseinander. Aber was das zu tun hat mit der Frage, wie man hätte verhindern können, dass die Grenze in Österreich vollkommen überlastet war, welchen Beitrag das dazu hätte leisten können, das ist die Antwort. Darauf sind Sie eben auch wieder schuldig geblieben. Es tut mir leid. Und Sie haben nach wie vor nicht erklärt, warum Sie, worin jetzt eigentlich das wirklich Neue Ihres neuen Aufenthaltstitels besteht im Verhältnis zu dem, was in § 24 Aufenthaltsgesetz jetzt schon steht. Auch da können Sie, nein, auch das, wenn Sie sich auf das berufen, was da steht, ich habe ihn vorher noch einmal extra nachgelesen, auch da steht nichts davon drin, dass man die Leute beliebig hin und her schieben kann. Da ist zu der Frage des Familiennachzugs nach meiner Lesart auch nichts gesagt, jedenfalls nichts, das, was Sie hier gerne hätten. Ich bleibe dabei. Dieser Antrag ist der Versuch auf einer populistischen Entschuldigung. Ich sage das nicht gerne, weil ich, wie Sie wissen, den eigentlich zuständigen Kollegen sehr schätze, ist der Versuch, auf einer populistischen Welle mitzuschwimmen und eine neue politische Positionierung in Ergänzung zu anderen hier herbeizuführen. Ich warne Sie davor. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Da soll noch einmal jemand sagen, ein FDP-Antrag sei zu nichts zugute.
Ich kann das heute nicht bestätigen. Es hat das Haus von der CDU bis zur Linkspartei vereint. Dieser Versuch, den Sie da unternommen haben, eine Antwort zu geben, war erbärmlich, meine lieben Kollegen von der FDP. Ich bin froh, dass wir hier im Hessischen Landtag versuchen, uns den tatsächlichen Problemen der Flüchtlingszuwanderung, der Krise, die mit ausgelöst hat, tatsächlich zu stellen. Ich bin froh, dass in diesem Aktionsplan, den die Hessische Landesregierung vorgelegt hat, auch tatsächlich eine Haltung zum Ausdruck kommt, die klar beschreibt, wo die Probleme sind. Die Probleme sind dort, dass wir Fluchtursachen haben in Syrien, im Irak, dass wir Fluchtursachen haben in Afghanistan, dass wir sie in Eritrea haben. Das sind die Hauptländer, aus denen die Menschen zu uns flüchten. Und wir alle wissen, dass eine tatsächliche Lösung, eine Verringerung der Fluchtursachen und damit auch eine Verringerung der Flüchtlingszahlen nur dann zustande kommt, wenn uns wirklich gelingt, diese Krisenherde zu befrieden. Das ist die ehrliche Antwort. Und nur wenn es uns das gelingt, in Syrien einen Friedensplan zu bekommen, so wie er von Herrn Steinmeier begonnen wurde, auszuverhandeln, ein Waffenstillstand in 6 Monaten und Neuwahlen in 18 Monaten, dann, glaube ich, haben wir eine große Chance, dass sich die Flüchtlingszahlen aus Syrien verringern. Nur wenn es uns gelingt, im Irak tatsächlich eine zivile Lösung hinzubekommen, wenn es uns gelingt, in Afghanistan die Situation so zu stabilisieren, dass die Menschen dort bleiben und nicht flüchten müssen vor Taliban oder anderen Rädelsführern, nur wenn uns das wirklich gelingt, dann verringern sich die Zahlen. Aber nicht durch solche Anträge, die der Bundesregierung vorwerfen, Ihre Wortwahl, ich finde Ihre Wortwahl wirklich übel, muss ich sagen. Der Bundesregierung und der Kanzlerin vorzuwerfen, Herr Kollege Rentsch, dass wenn Tausende von Menschen vor der ungarischen Grenze standen und die Bundeskanzlerin so einen Mut hatte und Rückgrat bewiesen hat, diesen Menschen zu helfen, ihnen ihr der Bundeskanzlerin Chaos vorzuwerfen, das tut mir leid, das finde ich erbärmlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, das war kein Chaos, was ausgelöst wurde, das war eine humanitäre Notlösung. Und da kann man nicht ernsthaft dagegen sein. Und dass daraus eine Folge von Problemen entstanden sind, ist doch unstrittig. Die Frage ist doch jetzt nur, wie gehen wir damit um? Und auch da, finde ich, hat die Bundesregierung, die ja nun wahrlich nicht von uns gestellt wird, eine Menge richtige Ansätze geliefert. Die hat gesagt, natürlich brauchen wir jetzt eine EU-weite Verteilquote von den Flüchtlingen, die ankommen. Es kann nicht sein, dass Schweden, Deutschland und Österreich, die drei Länder sind, insgesamt nur 10 von 27 EU-Ländern, die überhaupt bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das ist eine Lösung von Problemen. Wir müssen sie gerechter verteilen. Und dann gibt es ein drittes Problem, um die es wirklich geht. Wir müssen uns um die Menschen kümmern, die hier ankommen, um die Flüchtlinge. Und dann haben wir eine große Hausaufgabe. Nämlich, wir müssen schauen, wie werden sie versorgt, erst versorgt, wie werden sie schnell registriert, wie bekommen sie ein schnelles und gerechtes Verfahren, wie werden sie ärztlich, medizinisch versorgt, Psychotraumata-Behandlung, wie werden sie dann später bei der Zuweisung, wie bekommen sie ihre frühkindliche Sprachförderung, in der schulische Sprachförderung, im Übergang Beruf und Schule ihre Sprachförderung, wie bekommen die Erwachsenen ihre Sprachförderung, wie gelingt es, diese Menschen wieder in Beruf und Lohn und Brot zu bekommen, wie gelingt es uns, diese Menschen zu integrieren. Und wie gelingt es uns als Gesellschaft, diese Integrationsstruktur zu schaffen, wie den Wohnungsbau anzukurbeln, die Fachkräfte, die uns fehlen, ob Sozialarbeiter, Ärzte oder Lehrer, wie gelingt uns das? Das sind Probleme, die wir uns in Hessen und die Landesregierung in Hessen sich stellt. Und das finde ich eine richtige und adäquate und sachgerechte Lösung und nicht das Stolpern von einem schlechten Vorschlag in den anderen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Ich habe es schon gesagt, ich finde, diesen Vorschlag ist, und Herr Merz hat es ja auch tatsächlich zu Recht wiedergegeben, er löst nicht ein einziges Problem wirklich. Der für uns als Grüne auch sehr schmerzliche Kompromiss hat ja, Bundesasylkompromiss hat ja tatsächlich schon dazu geführt, dass die Verfahren beschleunigt werden. Das ist ja für alle Seiten, die daran beteiligt sind, wahrlich kein freudiges Ereignis gewesen, dieser Kompromiss. Aber wir müssen noch einmal feststellen, jeder Mensch, der hier ankommt, bekommt ein rechtsstaatliches Verfahren. Er wird registriert und hat ein Recht darauf, sein Asylgesuch, sein Schutzgesuch zu stellen. Und danach wird er, entweder bekommt er das, wenn er es nicht bekommt, hat er ein Klagerecht oder ein Widerspruchsrecht.
Und wenn auch der negativ beschieden worden ist, dann hat er die Möglichkeit, darauf zu prüfen, ob es Abschiebehemmnisse gibt. Und wie dieses Verfahren bleibt, und zwar für alle, die nach Deutschland kommen, und ich sage, das ist auch gut so. Es wird beschleunigt, aber das ist der Kompromiss. Aber das ist gut, dass es dieses Verfahren so gibt. Eine Einzelfallprüfung. Und deshalb komme ich auch zu dem Antrag der LINKEN. Wir haben hier auch einen eigenen Antrag eingebracht, der das noch einmal beschreibt. Wir werden zu allen Themen dieser Flüchtlinge, alle Ursachen, alle Länder, haben wir gesagt, wir wollen eine sorgfältige Einzelfallprüfung für alle Flüchtlinge. Und das gilt selbstverständlich auch für Afghanistan. Und das gilt auch für alle Lagen, ob Winter oder Epidemien. Die haben wir auch schon einmal hier diskutiert. Es gilt auch für alle Länder. Und dort habe ich noch, ich wiederhole das gerne noch einmal. Wir wollen, dass jeder Einzelfall tatsächlich nach gesetzlichen Maßstäben sorgfältig und sensibel dahingehend geprüft wird, ob der Abschiebung oder der freiwilligen Ausreise tatsächlich oder rechtliche Hindernisse entgegenstehen, nach denen eine zeitliche Aussetzung der Abschiebung entsprechend der Entwicklung der Sicherheitslage geboten erscheint. Und dazu gehört es auch, dass wir die Erkenntnisse des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums der Verteidigung zu den Sicherheitslagen in den betroffenen Ländern der Einzelfallprüfung beachten. Und dazu möchte ich sagen, wenn ich gerade zum letzten Absatz, was sagt denn tatsächlich das Auswärtige Amt? So, und da kann ich nur sagen, man hat eine Studie, des Auswärtigen Amts, und dort in dieser vertraulichen Analyse wird gesagt, dass das zur Asyl- und abschieberelevanten Lage vom 6. November ist, also noch nicht so lange her, dass es tatsächlich in Afghanistan stark unterschiedliche Situationen ist, sehr volatil. Die größte Bedrohung für die Bürger Afghanistans geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Personen kaum Einfluss und kann sie nur begrenzt kontrollieren oder diese Taten verurteilen. Besonders negativ wird die Analyse der Lage von Frauen und Kindern beurteilt. Gerade traditionell diskriminierende Praktiken, Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen existieren, insbesondere in ländlichen abgelegenen Regionen. Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen finden vor allem in Familien statt und so weiter und so fort. Und in einem weiteren Papier heißt, weiteren Seite heißt es, Rückführungen von Afghanen seien wegen der schwierigen Sicherheitslage deshalb derzeit kaum möglich. Die Gefahr für Leib und Leben sei in jedem zweiten afghanischen Distrikt hoch oder extrem, selbst in Landesteilen, die bisher als relativ sicher galten, wachse die Bedrohung rasant. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben inzwischen landesweit die Sicherheitsverantwortung zwar übernommen, haben die Lage jedoch bisher nicht überall unter Kontrolle bringen können. Sehen Sie, und wenn Sie all das in Betracht ziehen bei der Frage von Abschiebehemmnissen, da machen wir keinen Hehl daraus, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass das noch möglich ist, dass Menschen in diese Situation abgeschoben werden. Aber es bleibt bei einer Einzelfallprüfung, weil es dennoch ein rechtsstaatliches Verfahren ist, dass jeder Mensch, der hier ein Schutzgesuch stellt, dieses Verfahren bekommt, sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung, wird sorgfältig geprüft. Und ich finde, da haben wir eine sehr gute Lösung in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an die Adresse der Linkspartei sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass, wenn Sie in der Opposition solche Anträge stellen, Sie sich natürlich auch der Frage gefallen lassen müssen, was macht die Linkspartei, wenn sie regiert. Und auch da möchte ich noch einmal für alle hier im Saal zur Kenntnis geben, in Thüringen, wo Sie den Ministerpräsidenten stellen, haben wir noch einmal nachgefragt mit dem Stand von heute. Es gibt keinen generellen Abschiebestopp in Thüringen, aus gutem Grund. Es gibt es nirgendwo bundesweit, in Hessen auch nicht. Aber in Hessen werden wir besonders sorgfältig prüfen. Diese Zusage geben wir alle hier im Lande. Ich will das noch einmal sagen, für uns ist es wichtig, gerade im Hessischen Landtag, die Fragen, die sich hier stellen für die Menschen, für die Flüchtlinge, für die Tausende von Ehrenamtlichen, für die Bürgerinnen und Bürger, die Sorge haben, wie wir mit dieser großen Anzahl von Menschen, neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, mit dieser großen Anzahl von Flüchtlingen umgehen. Wir haben einen großen Berg von Hausaufgaben zu erledigen. Wir haben mit einem Aktionsplan vorgelegt, strukturiert, ganzheitlich, wie wir gedenken, damit umzugehen.
von der gesundheitlichen Versorgung, von der sozialen Versorgung, von der wohnungspolitischen Versorgung, von der beruflichen Qualifizierung. Wir haben einen hessischen Plan, und wir wissen jetzt, wir haben Eckpunkte formuliert. Wir wollen uns um die Probleme der Flüchtlinge kümmern und die Lösung dieser Probleme vor allem kümmern. Wir wollen viele Menschen damit einbeziehen. Wir haben finanzpolitische Mittel dafür bereitgestellt. Wir in Hessen sind handlungsbereit, und ich kann nur sagen, wir sind da auf einem richtigen Weg. Wir sollten nicht jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf treiben, wie die FDP das aus populistischen Gründen machen will. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielleicht lassen Sie mich zu Beginn der Debatte eine Bemerkung machen, die mir schon einigermaßen wichtig ist. Ich finde, zur Ehrlichkeit in der politischen Diskussion gehört mit dazu, dass wir die Flüchtlinge aus humanitärer Verantwortung in unserem Land aufnehmen und nicht aufgrund irgendwelcher rechtlichen Regelungen. Der Sachzusammenhang wäre eher andersrum, meine Damen und Herren. Die Hessische Landesregierung leistet bei der Bewältigung dieser enorm großen Herausforderungen einen wichtigen Beitrag im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Sie schafft die verwaltungstechnische Voraussetzung dafür, dass die Asylsuchenden unabhängig davon, ob sie eine Bleiberechtsperspektive in Deutschland haben oder nicht, angemessen unterkommen, versorgt und betreut werden. Dies ist tagtäglich eine enorme Anstrengung angesichts der vielen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Kulturkreisen sowie völlig unterschiedlicher Bedürfnisse. Wir haben innerhalb von wenigen Monaten eine immense Anzahl neuer Unterkünfte geschaffen, damit vielen Flüchtlingen eine Bleibe gegeben werden konnte. Es ist, und das ist schon angesprochen worden, ein täglicher Kampf gegen Obdachlosigkeit, den wir führen. Gestern haben wir 755 neue Flüchtlinge in Hessen untergebracht. Das geschieht, und da würde ich die Kollegen von der FDP bitten, noch einmal genau zuzuhören. Das geschieht, meine Damen und Herren, nicht im Chaos. Es geschieht geordnet durch die Behörden des Landes, mit Hilfe der Kommunalen, des Katastrophenschutzes, vieler haupt- und ehrenamtlicher Helfer, meine Damen und Herren. Kein Chaos, und ich finde, wir können auf diese Leistung insgesamt im Lande stolz sein. Der Staat ist handlungsfähig, lieber Kollege Rentsch, und er beweist dies jeden Tag. Und dieses Chaosgequatsche, ehrlicherweise muss ich sagen, finde ich ziemlich, das Chaosgequatsche finde ich ziemlich unverantwortlich. Die Bundesrepublik Deutschland wendet das Dublin-Verfahren für alle Herkunftsländer und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union außerhalb Griechenlands an. Das galt und gilt auch für syrische Staatsangehörige. Deutschland hat das Dublin-Verfahren zu keinem Zeitpunkt rechtlich ausgesetzt. Das sehen die Regelungen der Dublin-Verordnung im Übrigen auch gar nicht vor. Die hohen Zugangszahlen haben uns tatsächlich nur in vielen Fällen an der Durchsetzung gehindert. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung handelt. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten in vielen, vielen Debatten, die auch der FDP nicht verborgen geblieben sein dürften, gesehen. Wir haben zwei Asylpakete durch den Deutschen Bundestag und durch den Bundesrat bekommen. Die Regelungen zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen wurden verbessert, sie wurden beschleunigt. Die Einzelheiten sind gerade eben schon angesprochen worden. Meine Damen und Herren, die Drosselung oder das Ende der hohen Zugangszahlen zu erreichen, wird allerdings innerhalb Deutschlands kaum möglich sein. Und da bin ich dann bei den Themen, wo wird es denn überhaupt eine solche Drosselung oder das Ende dieser hohen Zugangszahlen überhaupt erreicht werden können? Eingeschränkt sogar nur in Europa. Allerdings gehört natürlich mit dazu, dass wir den europäischen Rechtsrahmen halt eben auch einhalten und durchsetzen. Natürlich gehört da dazu, das, was wir im Schengen-Abkommen mit unseren europäischen Partnern abgesprochen haben. Natürlich spielt auch ein bisschen die Verteilung innerhalb Europas eine Rolle. Und da will ich hier schon einmal deutlich sagen, wir kommen in Deutschland unserer humanitären Verantwortung nach. Aber eines ist auch klar,
Humanität ist nach meiner Einschätzung eben auch ein europäischer Wert. Und daran müssen wir unsere Partner einmal erinnern bei Gelegenheit. Und da teile ich, Herr Merz, Ihre Einschätzung nicht, dass wir nicht außerhalb Europas auch eine Lösung dafür erreichen können. Ich glaube, dass wir mit der Türkei versuchen werden müssen, ein Abkommen zu erreichen, in dem sozusagen der Zugang, die Drosselung des Zugangs, dann über möglicherweise die Kontingentzuweisung, dass wir über diese Frage einer Lösung des Problems zumindest näher kommen. Es muss aber außerhalb Europas geschehen, weil innerhalb Europas können wir nur hohe Zugangszahlen verteilen. Und das, glaube ich, ist am Ende nicht die Lösung. Das geht nur auf dem Verhandlungswege. Das geht nur, wenn die Bundesregierung gemeinsam und ich sage auch kraftvoll gegenüber den Partnern auftritt. Und dabei wünschen wir unserer Bundeskanzlerin nicht nur bei unseren europäischen Partnern, sondern auch in der Türkei alles Gute und viel Erfolg. Die Gewährung von Asyl erfolgt in Deutschland abgestuft. Es gibt verschiedene Schutzarten, die in einer Prüfungsreihenfolge stehen. Erstens die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach dem § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes, also wenn jemand Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Dann gibt es den zweiten Punkt. Das ist die Anerkennung als Asylberechtigter gemäß Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes mit all den Regeln, die da zugrunde liegen. Und dann kommt drittens die subsidiäre Schutzgewährung. Ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser kann Anspruch auf subsidiären Schutz nach Asylgesetz haben, dem weder durch die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft noch durch das Asylrecht Schutz gewährt werden kann. Diese subsidiäre Schutzgewährung erhält, wer stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und er den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen Bedrohung nicht in Anspruch nehmen will. Ein ernsthafter Schaden kann sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen. Insofern, liebe Kollegen von der FDP, auch im Vortrag von Florian Rentsch ist das angesprochen worden, ist das, was Sie aufgeschrieben haben, unpräzise. Da die Gewährung subsidiären Schutz ebenfalls im Rahmen eines Asylverfahrens geprüft und gegebenenfalls zuerkannt wird. Und nun noch einmal zum Sachverhalt des subsidiären Schutzes. Syrische und eritreische Staatsangehörige sowie Christen, Mandäer, Jesiden aus dem Irak erfüllen nach der Entscheidungspraxis des Bundesamtes in der Regel die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Das Bundesamt hatte daher im November des letzten Jahres, also vor gut einem Jahr, für Antragsteller aus Syrien und für irakische religiöse Minderheiten bzw. ab Juni für Eritrea ein beschleunigtes Asylverfahren eingeführt, um eine zeitnahe Anerkennung als Flüchtlinge zu ermöglichen. Die Verfahrensbeschleunigung kam zustande, indem auf ein persönliches Anhörungsgespräch, das ist sozusagen jetzt die Frage, um die gerungen wird, ein persönliches Anhörungsgespräch zwischen Asylbewerbern und Entscheidern verzichtet wird. Diesem Personenkreis wurde die Möglichkeit eingeräumt, die Fluchtgründe schriftlich darzulegen. Das war die Vereinbarung im November und im Juni. Jetzt, angesichts der massiv angestiegenen Zahlen an Flüchtlingen, hat sich das System jedoch als zu grobmaschig erwiesen. Und das ist der Grund, warum man nunmehr wieder zurückkehrt, dass im Einzelfall entschieden wird und man sich nicht nur auf die Angaben des Flüchtlings sozusagen verlässt. Ich will zu dem Status sagen, bei dem sekundären Schutz handelt es sich um einen ordentlichen Schutz. Da die Flüchtlinge weitgehend Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt sind, vor allem gilt aber, dass dieser Schutz besteht, solange eben der Konflikt anhält und eine Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht möglich ist. Die Frage, ob die Aufenthaltserlaubnis zunächst nur für ein Jahr erteilt wird, ist insoweit unerheblich. Weiterhin erhält dieser Personenkreis die gleichen sozialen Leistungen sowie Arbeits- und Integrationsmöglichkeiten. Auch das will ich deutlich machen. Zwei Punkte sind mir noch wichtig. Beim Zuwanderungsgesetz will ich darauf hinweisen, die Zeit geht zu Ende, dass das Thema Arbeitsmigration zunächst einmal keine
humanitäre Frage ist, sondern eine Frage ist, die nationalen volkswirtschaftlichen Interessen folgt. Ich finde, so sollte man es auch miteinander diskutieren, weil die Asylzahlen lassen sich durch beschäftigungspolitisch motivierte Gesetze jedenfalls mal nicht beeinflussen. Ich glaube, soweit können wir hier Einigkeit erzielen. Abschließend will ich darauf hinweisen, der Kollege Bocklet hat das schon gemacht, dass wir natürlich weiterhin behutsam bei der Frage von Abschiebungen nach Afghanistan vorgehen werden. Die entsprechenden humanitären Hintergründe sind nicht nur unseren Behörden, sondern auch dem Bundesamt sehr wohl bewusst. Insofern wird es einen pauschalen Abschiebestopp nicht geben, aber im Einzelfall entsprechende Prüfungen vorgenommen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Ich erteile Herrn Rentsch, Vorsitzender der FDP-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Staatsminister Beuth, ich finde es wichtig, dass wir noch einmal hier die Gelegenheit nutzen, gemeinsam über die Frage zu diskutieren, ob wir uns richtig verstanden haben. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn man von Gequatsche redet, wenn das Thema Chaos aufkommt, weil das ein Begriff ist. Ich habe die Zahlen dabei, der ja zurzeit in der Union hauptsächlich geführt wird. Aber vielleicht sollten Sie das parteiintern besprechen. Ich glaube, dass es Sinn macht, dass neben der Dünnhäutigkeit, die ich bei der CDU bei dem Thema erlebe, die auch legitim ist, wir über die Frage reden, was ist rechtlich möglich und wie können wir die Verwaltung entlasten. Und Sie müssen differenzieren, Herr Kollege Beuth, zwischen dem subsidiären Schutz, den Sie gerade erwähnt haben, und zwischen dem, was wir beantragt haben, einem vorübergehenden humanitären Schutz. Der Unterschied, meine Damen und Herren, ist, dass das Instrument, das wir vorschlagen, was zurzeit nur auf europäischer Ebene funktioniert und wir in nationales Recht umwandeln müssen, ohne Einzelfallprüfung funktioniert, ohne Einzelfallprüfung, weil wir die Verwaltung entlasten wollen, damit wir endlich wieder rechtsstaatliche Verhältnisse bekommen, meine Damen und Herren. Darum geht es. Darum geht es. Und deshalb bitte nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Das ist eine schwierige Materie, aber wir müssen jetzt wirklich schauen, wo können wir Pluspunkte sammeln gemeinsam. Und ich glaube, wir haben doch ein gemeinsames Interesse, dass wir die Verwaltung an dieser Stelle zurzeit entlasten. Wenn es Personengruppen aus Ländern gibt, wo doch klar ist, dass die Anerkennung in dieser Situation möglich ist, dann muss man sie entlasten. Kollege Merz, mal neben der Tatsache, in viele Tagesspiegel heute und andere Sachen, die Sie sich vielleicht angucken sollten, wo die Sozialdemokraten über Kontingente sprechen, gar nicht unsere Debatte gewesen, das sollte in der SPD diskutiert werden, will ich Ihnen nur einmal sagen, das, was im Asylpaket 2 zur 2 zwischen Ihrer Partei und dieser Partei diskutiert wird, ist eine deutliche Verschärfung des subsidiären Schutzes mit massiven Auswirkungen auf den Familiennachzug. Vielleicht sollten Sie diese Debatte in Berlin führen, dort, wo sie hingehört, aber hier mit uns gemeinsam auch über die Frage reden, was können wir gemeinsam tun, um das staatliche Versagen, was wir doch haben, weil Verwaltung an vielen Stellen nicht mehr arbeiten kann, wieder in den Griff zu bekommen. Das ist doch nicht illegitim, dass wir diese Frage stellen. Und jetzt einmal zu den Zahlen, die Sie genannt haben. Sie haben gesagt, es kommen nur noch ca. 2% aus den Balkanstaaten. Das stimmt, das ist korrekt. Aber ich würde Sie bitten, dann auch über die Zahlen des gesamten Jahres zu diskutieren mit uns. Es kamen insgesamt aus Syrien ca. 30%, Irak und Afghanistan ungefähr 6%, Eritrea knapp 3% und ca. 32% in diesem Jahr aus dem Balkan, 32%. Und dass man dort eine andere Situation, ein anderes rechtliches Instrumentarium braucht, als das wir bei den Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten haben, das ist doch, glaube ich, nicht illegitim, über diese Frage zu sprechen. Also stellen Sie die Zahlen bitte dann auch richtig dar. Und der nächste Punkt ist, ja, wir müssen auch bei den Ländern differenzieren. Wir müssen differenzieren zwischen den Ländern wie Afghanistan, dem Nordirak, wo es natürlich auch sichere Zonen gibt. Ich glaube, es ist nur recht und billig, dass wir dann auch schauen, wo können Menschen bleiben, wo müssen wir sie aufnehmen, wo haben wir eine Verpflichtung. Kollege Beuth, da sind wir nicht auseinander, keine Frage. Aber auf der anderen Seite erwarte ich auch von Ihnen als Staatsminister, der für den Innenbereich zuständig ist, und wir haben ja alle eine gemeinsame Tradition auch im Petitionsausschuss, dass wir dann die Reden, die wir früher gehalten haben, auch weiter fortsetzen. Ich sage Ihnen einmal ganz offen, was wäre denn eigentlich, wenn diese Kanzlerin nicht Mitglied der CDU wäre? Was wäre denn eigentlich, wenn Volker Bouffier nicht stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender wäre? Glauben Sie denn allen Ernstes, wir würden die Diskussion so führen, wie wir sie heute führen? Oder hat die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die mittlerweile Asyl bei den GRÜNEN bekommen hat oder bekommen soll, nicht mittlerweile die hessische CDU?
habe ich doch nicht gesagt, haben doch die GRÜNEN bei ihrem Parteitag der Kanzlerin angeboten. Es ist doch definitiv mittlerweile so, dass diese Kanzlerin parteipolitisch in ihrem eigenen Lager größte Probleme hat. Und ich frage mal, das ist Ihre Sache, ja, da habe ich nichts mit zu tun, aber wenn es die Handlungsfähigkeit des Staates betrifft und wenn es die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland betrifft, dann macht mir das schon Sorge, wenn wir eine Kanzlerin haben, die anscheinend bei ihrer eigenen Partei, Herr Kollege Reif, und ich glaube, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie den Raum Landtag verlassen, eher meiner Meinung sind als der Meinung der Kanzlerin, dass dann diese Frage, ob dieses Land noch handlungsfähig ist, weil die Kanzlerin mittlerweile keine Mehrheit in ihrer eigenen Partei hat, definitiv eine Frage ist, die auch hier in diesem Landtag zu diskutieren ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sollte man dann auch hier diskutieren. Und jetzt einmal zur Frage, was hätten Sie denn eigentlich gemacht? Herr Kollege Merz, wissen Sie, mal neben der Tatsache, dass die Kanzlerin ja mittlerweile an vielen Stellen die Solidarität Europas auf die Probe gestellt hat, glaube ich, müssen wir doch gemeinsam feststellen, dass der Tenor, wie die Äußerungen der Kanzlerin in Europa mittlerweile gewichtet werden, nicht so ist, dass Europa das Gefühl hat, wir hätten gemeinsam an einem Strang gezogen. Mal auch jetzt ausgeklammert, dass wir uns mittlerweile auf die Türkei verlassen müssen und hoffen, dass die für uns einen Zaun bauen, weil wir es nicht machen wollen. Ich finde es alles abstrus, wie mittlerweile auch die außenpolitische Situation der Bundesrepublik Deutschland Herr Rentsch, ist. Herr Rentsch, kommen Sie bitte zum Schluss. Herr Präsident, vielen Dank. Will ich eine Sache doch sagen. Das, was die Kanzlerin auf EU-Ebene im letzten EU-Gipfel gemacht hat, zu versuchen, eine Einigung, einen Kompromiss auf EU-Ebene herzustellen, damit ist sie krachend gescheitert. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die europäischen Nachbarn es nicht mehr akzeptieren, dass wir sie erstens letztes Jahr im Stich gelassen haben, aber jetzt große Solidarität einfordern, meine Damen und Herren. Wir kriegen die Quittung, diese Bundesregierung kriegt die Quittung für ihre eigene Politik. Vielen Dank. Danke, Herr Rentsch. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin in der Tat dankbar, dass es noch einmal eine Gelegenheit gibt, den einen oder anderen Punkt zu erläutern. Ich bin auch dem Innenminister dankbar, dass er noch einmal dargelegt hat, wie die unterschiedlichen Schutzstatus, langes U, sind. Nee, U-Deklination. Wie geht auf U? Gut, also. Was wollen Sie sein? Latinum, wer hat Sie denn dazu gemacht? Also wie auch immer. Ich wollte darauf hinweisen, erstens, Herr Kollege Rentsch, Sie haben immer noch nichts zu der Frage gesagt, was Sie anders gemacht hätten. Sie haben gesagt, die Bundeskanzlerin hat sich in verschiedenen Situationen so verhalten, dass man nicht unbedingt erwarten kann, dass die europäischen Staaten sich ihrerseits kooperativ verhalten. Allerdings gehört zur Wahrheit ohne Zweifel auch, dass ein Mann wie Viktor Orbán mit oder ohne gutes Zureden durch die Bundeskanzlerin vielleicht nicht von vornherein bereit gewesen wäre, in diesem Spiel mitzuspielen, und dass die jetzt polnische Regierung mit die Ersten waren, die nach den schändlichen Attentaten von Paris dieses zum Vorwand gemacht haben, zu sagen, jetzt nehmen wir die paar Flüchtlinge, zu deren Aufnahme wir uns bereit erklären, und nicht mehr auf. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der Bundeskanzlerin oder dem Verhalten der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnen. Ich will das einmal mit einer gewissen Zurückhaltung sagen, weil man über andere Länder nicht herziehen soll. Aber ich fand das mit allem Respekt auch vor dem Land Polen. Ich fand das abgeschmackt. Ich fand das inakzeptabel. Inakzeptabel. Wieso manche andere Reaktion nach den Attentaten von Paris im Übrigen auch im eigenen Land. So, und Sie haben darauf angesprochen, dass es auch in der SPD eine intensive Debatte darüber gibt, wie mit der Frage des Zuzugs von Flüchtlingen umzugehen ist. Das ist richtig, und das gibt es in allen demokratischen Parteien. Das ist auch in Ordnung so. Und dass es da manchmal auch begrifflich durcheinander geht, und nicht jeder ein Kontingent von anderen zuzugsbegrenzenden Maßnahmen auseinanderhalten kann. Auch das ist bedauerlicherweise so. Aber auch daran arbeiten wir, und wir führen diese Diskussion innerhalb der SPD. Aber
ich habe das hier schon bei vielen Gelegenheiten gesagt. Wir diskutieren hier im Hessischen Landtag, und Sie diskutieren mit der SPD-Landtagsfraktion. Und es hat wenig Sinn, dauernd zu sagen, aber woanders sind Sie auch blöd. Und ich diskutiere auch nicht mit, nur mit Ihnen und nicht mit Ihrem Bundesvorsitzenden. Das führt uns hier nun schon einmal überhaupt nicht weiter. Das führt uns hier schon einmal überhaupt nicht weiter. Und in der Tat, ja, es hat im Jahr 2015 mehr Flüchtlinge aus Albanien gegeben und aus dem Kosovo und aus Serbien und aus Mazedonien als die 2% von das, was der aktuelle Stand ist. Aber das zeigt doch, dass die Maßnahmen, die in den letzten Asylkompromissen unter großen Schmerzen und nicht sozusagen mit meiner vollinhaltlichen Billigung, das will ich jetzt auch einmal sagen, und zwar zurückhaltend sagen, dass diese Maßnahmen, die ergriffen worden sind, dass sie doch tatsächlich gewirkt haben, weil die Zahlen eben deutlich zurückgegangen sind. Und was die Frage angeht, dass man genau für diesen Typus Zuwanderung, der aus Albanien, Kosovo und Serbien und so weiter kommt, eine Zuwanderungsmöglichkeit schaffen muss, auf diesen Zusammenhang habe ich von diesem Pult aus schon oft hingewiesen. Wir haben einmal darüber diskutiert, was das Zuwanderungsgesetz mit der Frage der Flüchtlinge zu tun hat. Da habe ich genau den Zusammenhang hergestellt. Insofern haben Sie da vollkommen recht. Nur in dem Kontext Ihres Antrages ergibt auch das einen anderen Sinn, weil die Melodie, die Sie hier spielen, mit Verlaub schon eine andere ist. Und sie ist unerfreulich. Dabei bleibe ich. Lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Ich möchte wirklich, Herr Kollege Bauer, das habe ich vorhin vergessen. Einen Satz kann ich wirklich nicht mehr hören. Ich kann ihn nicht mehr hören, nämlich den Satz, in welcher Variante auch immer, Deutschland kann nicht das Leid der Welt alleine schultern. Ja, richtig. Aber wer hätte das auch je behauptet? Wer hätte das je behauptet? Und wann wären wir je auch nur in der Nähe der Erfüllung dieses Satzes gewesen? Das gilt jetzt an viele. Sie haben ihn heute gesagt, das haben ihn schon viele andere gesagt. Und er wird durch ständiges Wiederkäuen keinen Deut richtiger. Nehmen Sie es nicht, Herr Bauer, nehmen Sie es nicht persönlich. Ich sage es nur jetzt, weil ich wirklich diesen Satz nicht mehr hören kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Merz. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit den ganzen Anträgen machen. Die FDP-Anträge gehen in die Ausschüsse INA und SIA. Gut. Der LINKEN-Antrag, ich habe hier eine Notiz stehen, dass namentliche Abstimmung beantragt ist. Ich habe es noch nicht gehört. Namentliche Abstimmung ist beantragt. Kläre ich trotzdem erst die anderen Anträge, die dringlichen Entschließungsanträge von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Was machen wir damit? Beide abstimmen. Okay. Dann beginnen wir mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Abschiebungen nach Afghanistan, Drucksache 19-2681. Hier ist namentliche Abstimmung beantragt. Dann beginnen wir damit. Als Erstes Frau Cárdenas. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Okay, fehlt. Dr. Walter Arnold. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer. Nicola Beer. Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, entschuldigt, Barbara Cárdenas, Ulrich Kaspar, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser,
Martina Feldmayer. Nein. Uwe Frankenberger. Ja. Dieter Franz. Jürgen Frömmrich. Nein. Kerstin Geis. Ja. Lisa Gnadl. Ja. Eva Goldbach. Nein. Wolfgang Greilich. Nein. Timon Gremmels. Ja. Stefan Grüger. Gernot Grumbach, ja. Stefan Grüttner, nein. Heike Habermann, ja. Dr. Noris Kauser, Jörg Uwe Hahn, nein. Ursula Hammann, nein. Karin Hartmann, nein. Christian Heinz, nein. Heike Hoffmann, ja. Andreas Hofmeister, nein. Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh. Ja. Hartmut Honka. Nein. Jürgen Hans Irmer. Nein. Norbert Kartmann. Nein. Heiko Kasseckert. Nein. Frank-Peter Kaufmann. Nein. Irmgard Klaff-Isselmann. Nein. Horst Klee. Nein. Hugo Klein. Nein. Kai Klose. Eva Kühne-Hörmann, nein. Gerald Kummer, nein. Dirk Landau, nein. Judith Lannert, nein. Jürgen Lenders, nein. Angelika Löber, ja. Frank Lorz, nein. Heinz Lotz, nein. Daniel May, Gerhard Merz, ja. Markus Meißner, nein. Karin Müller, nein. Regine Müller, nein. Petra Müller-Klepper, nein. Willi van Ooyen, ja. Mürvet Öztürk, ja. Manfred Penz, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, ja. Norbert Schmidt, ja. Günter Schork, nein. Mariana Schott, ja. Armin Schwarz, nein. Uwe Serke, nein. Michael Siebel, ja. Dr. Daniela Sommer, ja. Dr. Thomas Spies, ja. Peter Stefan, nein. Ismail Tipi, ja. Entschuldigung, nein, natürlich. Entschuldigung, nein, aber hier. Tobias Utter. Joachim Weilmann. Matthias Wagner. Astrid Wallmann. Thorsten Warnecke. Thorsten Warnecke war ja. Lauter. Thorsten Warnecke, bitte noch einmal lauter. Ja. Das war ein Ja. Sabine Waschke, ja. Marius Weiß, ja. Kurt Wiegel, nein. Bettina Wiesmann, nein. Dr. Ulrich Wilken, ja. Axel Wintermeyer, nein. Janine Wissler, ja. Karin Wolf, nein. Andrea Ypsilanti, ja. Toru Yüksel. Danke. Ich frage dann noch einmal Nancy Faeser. Ja. Herr Kummer? Ja. Entschuldigt. Herr Lotz? Auch entschuldigt. Dann unterbreche ich die Sitzung, damit wir zählen. Meine Damen und Herren, ich eröffne die unterbrochene Sitzung, gebe Ihnen das Abstimmungsergebnis bekannt.
Der Antrag wurde abgelehnt bei 42 Ja-Stimmen und 61 Nein-Stimmen. Ich rufe den Dringlichen Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Solidarität mit Flüchtlingen Maßnahmen umsetzen, Drucksache 19-2703 auf. Wer dem Antrag zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, die GRÜNEN, SPD, die Gegenprobe, Enthaltungen, FDP und LINKE. Damit ist der Antrag angenommen. Ich rufe den Dringlichen Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sorgfältige Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan auf, Drucksache 19-2704. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, FDP und die GRÜNEN, Gegenprobe, SPD und DIE LINKE. Damit ist auch dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen.